Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ja hier auf der End of Mars Vierfach. Ich bin immer noch in der Thresher-Mission hier. Der braucht noch 1 Stunde 14. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, in der Zeit machen wir einfach noch hier einen Düngerauftrag. Wir gehen auf Feld 48. Der ist, wo ist das überhaupt? Kurz gucken. Wo ist denn Feld 48? 49, 48 da. Das heißt, machen wir das nochmal mit dem ja, Abfahren und so. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Das werde ich dann erstmal so selber abfahren. Und ich werde auch gleich, weil ich mir ist was aufgefallen, ich muss die ausfüllen, also ausbringen, Menge aufs Minimum bringen, weil ich ja mit Proficient Farming, also mit dem Bodenproben DLC spiele. Das heißt für mich dann aber auch, jetzt die Ausbringmenge zu deaktivieren. Ich muss nur kurz gucken, wo ich das machen kann. Deaktivieren mit Komma, ja, und dann K, was ist denn gerade die Ausbringmenge? Ach, da unten. Upala. So, habe ich jetzt aufs Minimum gemacht. Und in der Zeit bin ich erstmal in die Tankstelle gefahren von der Stadt. Ich glaube, die Rechnung wird teuer. Und klar hätte ich jetzt auch einen Autodrive-Kurs machen können, aber ich glaube, ich mache das alles jetzt erstmal selber, dass ich dann halt auch mal ein bisschen was zu tun habe. Klar werde ich jetzt Tempomat reinpacken. Gucken, wo ich bin, da unten. Das heißt, ui. Ui, 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 ui. Ich glaube, ich sollte mir doch einen Controller besorgen. So. Tut mir leid. Jetzt einmal hier rum. Und dann gucke ich jetzt einfach mal, wann wir jetzt das erste eigene Feld ernten können, beziehungsweise wann da überhaupt was passiert. Und dann habe ich mir jetzt noch eine Karte runtergeladen, die Ebsdorfer Heide. Die werde ich wahrscheinlich mit Season spielen. Und wahrscheinlich kommt die ab morgen, weil heute werde ich es. Ja, heute nehme ich die auf, also ab morgen gegen 17 Uhr wird die jetzt täglich dann kommen, also End of March morgens um 9 Uhr. Ebsdorfer Heide abends um 17 Uhr. Ich denke mal, damit sollte ich doch dann relativ bedient sein. Und ich weiß nicht warum, aber meine Stimme ist gerade echt lost am Abschmieren. So. Ach, das Feld, ja, das hatte ich doch schon mal gehabt. So, ich glaube, damit sind Ordner erstellen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, doch, Ordner erstellen, okay. So. Lassen wir den hier einfach stehen. Nimm den Modus. Jetzt muss ich nur genau Kurs generieren. 48 auch runter um 2. Gucken wir doch einfach mal. Na, schmier's ab. Ne, okay, er lädt. Attack Pinguin Feld 48, Feld 48, Düngen 30 m. So.
Hat er das jetzt gemacht? Ja, aber wieso kann ich jetzt kein. Gut, jetzt kann ich gerade keinen Ordner erstellen. Gut, das ist auch nicht schlimm. Gucken wir dann mal kurz, was der andere macht. Wir können schon mal mit dem langsam hinfahren. Stimmt ja, der hat mich ins Äußerste buxiert. So. Ich hoffe mal, der bleibt jetzt auch stehen und ich fahre das dann gleich direkt schon hin. Und ich denke mal, den Rest, den werden wir aber auch behalten. Also, sobald ich sehe, das Feld ist abgeerntet, kommt das alles in die eigene Tasche. Oh nein, Drehschimmel. Jetzt geht's los. Ich muss noch ein bisschen rüber. So. Bleibt doch stehen, Minium. Also wieso der nicht stehen bleibt, ich weiß nicht. Also wenn ihr da wisst, wie ich das einstellen kann, lasst es mich gerne wissen. Weil ich weiß es leider nicht. Und ich werde mich da aber auch nochmal durchfuchsen und dann. Ja. So, beziehungsweise da muss doch irgendwas. Entladenpresse im Vorgewende, Gerät. Erstmal hier wieder Attacke Pinguin. Was macht der jetzt? Ach, ja. Happy Birthday, Ben, du bist ein Keck. Ah, ich bin doch echt lost.de. So, zack, jetzt sollte das aber passen. Ja, ich sehe gerade, ich sollte mir vielleicht noch einen zweiten Anhänger kaufen und ich glaube, das machen wir auch gleich. Ich fahre das jetzt eben da hoch und dann werden wir uns noch einen zweiten Hänger kaufen, dann können wir mehr Fuhren mitnehmen. Ich schaue mir jetzt oben den Abladepunkt an und dann halten wir ihn beim Händler. So. Aber ich denke mal, mit ein paar Missionen am Anfang über Wasser halten ist schon das Richtige. Und dann sollte das doch alles laufen. Wohin fahre ich denn mit dem überhaupt? Ach, da hoch. Das heißt, jetzt sollte ich. Aber ich sollte vielleicht auch mal AD-Kurse einstellen. Vielleicht wäre das. Also jetzt noch nicht am Anfang, klar. Aber sobald ich hier was alles eingerichtet habe, eingestellt habe, denke ich mal über AD-Kurse nach. Ich kann auch die nächste reinfahren. Aber kann ich die jetzt vielleicht speichern? Ordner, Ordner. Okay, das heißt also, ich brauche einen für Hauptfelder und dann am besten einen für Felder. Denke ich jetzt mal. Das sollte doch dann alles am besten. Passen. Ich denke mal den Hafer oder so, vielleicht brauchen wir dann den für die Saatgutproduktion. Gut, dafür brauchen wir erstmal Gülle oder halt allgemein Dünger.
Das heißt, ich glaube, ja, ich gucke, dass ich jetzt erstmal alles für Schweine zusammenkrieg. Das ist doch jetzt. Ach da, okay, gut. Wie war denn noch mal? Okay, genau. Alt-O. Das genau. So. Jetzt gucken wir doch mal kurz, wie das geht. Editor-Modus. Das wäre am besten gewesen, wenn ich es von oben, von unten eingefahren hätte, vom Feld. Ja, ich mache das vom Feld. Aber ich halte jetzt noch eben beim Händler und wir holen uns den nochmal. Das hat, dann können wir das doppelt abfahren. Weil der Drescher braucht eh eine Stunde jetzt noch gut. Das heißt, mit dem werden wir auch noch einige Folgen zu tun haben. So, und ich denke mal, die Düngemission sollte ja eigentlich, ja, die ich glaube, die ist schnell beendet. Können wir gleich auch mal schnell reingucken. Beziehungsweise Tempomat. Gucken wir mal eben rein. Ja, okay, der ist jetzt einmal erst rum. Das heißt, ein bisschen ist dann da noch zu tun. Leider ist unser Feld noch nicht erntereif, aber das ist dann ja noch nicht mal. Ist schade, aber nicht schlimm. So, schnell nach hinten scrollen. Wo ist er jetzt gewesen? War das der? Ja. So. Dann fahren wir jetzt aber auch am besten hier. Uiuiui, jetzt wird spaßig. Weil ich kann eigentlich kein Drehschimmel fahren und ja, jetzt wird's auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Oder ich habe Glück und buxiere den jetzt gleich genau perfekt hin. Nee, ich muss einmal so, genau. Nein. Uiui, das meine ich, also Drehschimmel, das ist nicht wirklich. Meins, aber. Ich gebe hier natürlich jetzt mein Bestes, beziehungsweise ich. Schau, dass ich den irgendwie da rankrieg, dass er gut so nicht. Warum tue ich mir das mit Drehschimmel eigentlich jedes Mal an? So. Ja, genau, jetzt geht das oder was? So, ich nehme jetzt einfach. Nein. Muss von vornherein so fahren, genau. So sollte das doch theoretisch. So sollte das doch theoretisch hinhauen, wenn er mich jetzt hier nicht flaxt. Ich guck mal eben. Ich glaube nicht. Ne. So könnte vielleicht. Ui. Hallo, danke. Hallo, wo bin ich da? So, jetzt. Okay. So. Hinten noch N, glaube ich, genau. So.
Aber ich werde die halt auch nicht lange behalten. Also sobald ich dann das Geld habe und allen drum dran, werden die natürlich auch wieder abgegeben. Ist ja ganz klar. Uiuiui, so. Komisch, jetzt klappt das. Da weiß ich nicht, was da der Fehler ist. Aber gut, man lernt halt nicht aus, ne? Ich mache mich schon mal abfahrbereit. Und was ich mir noch für einen Mod mitgenommen habe, ist hier der Easy Dings. Ach, da ist auch der starke Bauer. Und dann halt. Ich muss halt noch schauen, wie ich mit dem klarkomme. Was das hier alles zu bedeuten hat. Und ja, ich weiß, hier kann ich mir Geld hinzufügen und weg. Und hier kann ich halt Boden oder Ballen oder Cheat Silo, da könnte ich mir jetzt auch was reinhauen und das verkaufen, aber das wird mir ja nichts bringen, so deswegen. Oder hier die Tageszeit, ja. Ich habe das jetzt einfach mal reingenommen, weil ich dachte, das ist doch vielleicht ganz gut. Der ist noch fleißig am Düngen. Ich muss halt noch schauen, wie ich das halt immer aus und was. Hat O. Okay, warte mal, ich guck mal. Ah. Das ist ja schlau, dann kann ich das immer mit O umstellen. Also gut zu wissen. Der braucht jetzt noch 35 Minuten. Also haben die jetzt eigentlich erstmal alle ordentlich zu tun. Und ich kann eigentlich abwarten, beziehungsweise ich kann noch mal gucken. Wieso? Abfahrer Priorität Entfernung während des Abladen anhalten aktivieren. Aber wie kriege ich jetzt den Kurs drauf vom. So, während des Abladen anhalten. Oh, falsche Taste. So. Stellen. Nee. Da weiß ich noch nicht. Okay, das war das. Naja, also ich muss da schauen, wie da was wo geht. Also habe ich echt keinerlei Ahnung. Da, ja, müsst ihr mir dann weiterhelfen zur Not und dann. Würde ich sagen, war es das aber auch wieder hiermit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen da. Wie auch immer, Meinungen, Tipps, Tricks und Hilfe gerne in die Kommentare. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.